Ich weiß, warum man die Raptoren noch Rays nennt. So alt bin ich. Ich habe den Release von Syra, glaube ich, noch miterlebt und fand die komisch. Mit ihren komischen Passiven und so, die nur funktioniert, wenn du stirbst. Also das ist schon lange her. Ich glaube, ich habe Season 2 das erste Mal gerankt. Schade, dass die nicht gestorben ist. Super low weggekommen, die Dame. Hätte ich vielleicht drinbleiben müssen, aber ich wollte es jetzt nicht riskieren, dass ich da sterbe. Dass Lee halt oben ist, ist ein bisschen problematisch. Wenn er sich jetzt zeigt, haben wir wirklich ein Problem. Und der hat auch nicht respektiert, wie viel Damage Syra hat. Würde ich mal behaupten. Der hat mich einfach mal solo engaged. Sejuani hat hier unten versucht zu ganken. Ich hab Mitte 2 Platings. Läuft. Oh nö, what? Ah, fuck. Dass ich in den Busch keine Sicht mehr gebe, bin ich dumm. Ach, bin ich echt dumm. Das ist mein Bad. Das war mein Bad. Ich nerv gerade die Annie richtig schön hart. Mit dem Miss. Wir haben einen Gank gekriegt und dafür 2 Kills. Das ist eigentlich okay. Mitte bei dir? Ja, ich seh's. What? So, ab jetzt da, geht das große Roman los. Da komme ich nicht dran. Okay, der Alistair beachtet halt gar nicht, wie viel Damage ich habe. Das ist krass. Und dann gehe ich für das, was ich letztens schon meinte, was ich eher bauen sollte. Ist nicht ganz so klar, warum wir hier so viel Druck machen aktuell. Aber wir machen es halt einfach. Weil wir können. Weil das die Riven-Build-Technik, die hat ein fertiges. Oh Gott, der stirbt halt dafür noch. Naja, die ist wenigstens executed. Gut. Weil die anderen waren alle gestorben. Und nur noch ich da. Ach so. Okay. Ja gut, da habe ich nicht auf die Map geachtet. Das ist schon ein weiteres Grab. Bei ihm hat die Dauer-Ult oder was ist denn bei dir? Ja, den Spear of Shojin. Da hat sie übel schnell wieder Ult ab. Ja, ne? Haben wir gut gespielt allesamt. Haben wir richtig schön noch ein bisschen Feed auf die Riven gebracht. Ey, yum, 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 yum. Das ist mein Form. Hätten wir jetzt eine Ash-Ult, wäre halt mega sick. LOL, der Komet tötet ihn. Kann zwar jetzt noch nicht perfekt Alistair töten, aber ich denke, das reicht schon vom Damage. Die Ashe ist ziemlich dick. Guck mal an, was sie mit der Annie macht. Warum hat er dort geultet? Das ist halt Bullshit, die Ulte zu verschwenden. Ich komme mal nicht ran, ich komme nicht ran, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Och nö. Oh fuck. Wir haben hier oben ein Problem. Der. Ja. Wir teilen uns halt komplett auf. Und die Riven kann halt ein 1v2 locker gewinnen. Und jetzt bist du erst wieder einzeln drin.
Und Ash, was tust du? Doch nicht mehr Lee mit der Zetruani gehen. Ach, das ist so dumm. Also, wir spielen aber der Rimlock halt komplett in die Hände. Komplett. Schade, hättest du das getroffen, wärst du gelesen. Ich bin unterwegs zu euch auf jeden Fall. Riven unterwegs zu uns, auch da. Du kriegst auch Besuch von noch mehr von der Seite. Hier ist auf jeden Fall ein Barret Pit durchgegangen. Ah, noch krieg ich den nicht gewonnen-comboed. Der hat noch nicht mal die Schuhe ausgebaut. Das ist das, was mich eher irritiert. Jungs? Können wir vielleicht nicht fighten, wenn fucking Riven da drin ist? Oh, die müssen sterben. Jo. Oh. Nö, nö, lass mal. Also da müssen wir ein bisschen disengagen, wenn Riven so reingeht. Wir haben jetzt nur für Riven 2 Kills in Kauf genommen. Och, nee. Ach, ich weiß nicht, warum wir das tun. Das war so, my mind's telling me no, but my body's telling me yes. Und da hat er Q gedrückt. Oh, ich helfe sogar ein bisschen mit. Ashi, pass auf, bitte. Hm, die ist schön, wenn wir die töten können. Ich habe gerade keine Combo mehr. Tja. Ja! Töte den. Ich glaube, da will jemand nicht mehr. Ja, die wollen beide nicht mehr, wie es scheint. Ja, ne? Die Riven scheint ein bisschen toxic zu sein. Entweder Riven oder irgendwie, die haben halt aufgegeben. Wenn ein Free Win wegen Toxic, nehme ich. Free Win wegen Toxic nehme ich. Hähnchen, Rind, Bratwurst ist doch kein Essen. Achso, du hast gegrillt? Na gut, bei Grillen ist was anderes.